Willkommen, liebe Leser von 1200 Grad. Wir befinden uns in Frankfurt bei der Firma Sopro Bauchemie, die hier ihre Jahrespressekonferenz gerade abgehalten hat. Neben mir stehen die beiden Geschäftsführer des Unternehmens, Michael Hecker und Andreas Wilbrandt. Willkommen. Ja, Herr Wilbrandt, ein erfolgreiches Jahr. Sopro wächst und wächst und wächst und hat bald auch eine magische Marke erreicht. Ja, das Jahr ist noch nicht ganz zu Ende, aber wir werden umsatzseitig ein recht gutes Jahr hinter uns bringen. Momentan sieht es so aus, als wenn wir irgendwas zwischen 192 und 193 Millionen Euro Umsatz machen werden. Und so ist diese magische Grenze von 200 Millionen Euro Umsatz für unser Haus nicht mehr so weit entfernt. Und Herr Hecker, die Weichen sind auch für die Zukunft auf weiteres Wachstum gestellt. Sie bauen auch an, um die Kapazitäten zu erweitern. Ja, Herr Schanze, wir haben zwei Bauprojekte gerade laufen, den Ihnen ja auch schon bekannten, grundsätzlich jedenfalls bekannten Neubau unserer Forschung und Entwicklung, eines Kundenschulungszentrums mit Einschluss auch der Verwaltung. Das Projekt wird im nächsten Jahr starten. Wir sind gerade dabei, Ausschreibungen zu beurteilen und dann in die Vergabeverhandlungen zu gehen. Natürlich in der aktuellen Situation, Auslastung auch von Bauunternehmen, kein leichtes Unterfangen. Und das Zweite ist, dass wir im nächsten Jahr unsere Produktionskapazität in Wiesbaden erweitern werden. Wir werden eine neue Mischerlinie einbauen und dadurch einige zusätzliche Kapazitäten dann haben, um die hoffentlich weiterhin positiv sich entwickelnde Nachfrage und damit auch die positive Geschäftsentwicklung des Unternehmens befriedigen und erreichen zu können. Nun ist das laufende Geschäftsjahr ja leider auch durch das Thema Rohstoffverknappung, Preisanstiege sehr stark geprägt gewesen. Inwieweit war Sopro davon betroffen? Ja, ein ganz schwieriges Jahr, was Rohstoffbeschaffung angeht und was auch Rohstoffpreisstellung angeht. Ich habe verschiedene Interviews gesehen, die Sie mit anderen Marktteilnehmern auch geführt haben. Es ist ein marktdurchgängiges Problem, was Rohstoffbeschaffung im Moment angeht. Durchgehend durch fast alle Rohstoffvarianten. Chemierohstoffe sind natürlich besonders betroffen. Das hatte bei uns zur Folge, dass wir zwei Preiserhöhungen im letzten Jahr machen, in diesem laufenden Jahr machen mussten und in Silikonen auch nochmal in diesem Jahr eintreten mussten, was sehr ungewöhnlich ist, weil normalerweise halten wir unsere Preise über 12 Monate stabil, was auch für den Handel ganz wichtig ist. In diesem Jahr hatten wir keine Chance, diese sehr schnelle und für uns auch unerwartete Preisentwicklung über 12 Monate aufrechtzuerhalten. Und so mussten wir bedauerlicherweise Preisanpassungen unterhalb des laufenden Jahres vornehmen. Wie sind da die Aussichten oder Perspektiven für das nächste Jahr? Ja, das ist eine spannende und ganz große Frage. Wie geht das weiter mit der Volatilität der Rohstoffmärkte? Niemand kann das so ganz genau beantworten. Momentan gehen wir davon aus, dass es bis Mitte des nächsten Jahres noch anhalten wird. Und ob die Preise dann wieder zurückgehen werden oder auf einem weiterhin hohen Niveau stabil bleiben, das ist die große Frage. Wir gehen eher davon aus, dass es auf einem höheren Preisniveau sich einstellt. Vielleicht die eine oder andere Variante etwas zurückgeht, aber im Mittel eher bei dieser höheren Preissituation bestehen bleibt. Was zurückgehen wird, ist, was Verfügbarkeiten angeht. Verfügbarkeiten werden sich wahrscheinlich doch etwas schneller stabilisieren im nächsten Jahr. Okay, vielen Dank, meine Herren. Gerne. Danke. Gerne.